Erste, was er schaffen muss, ist natürlich die komplette Mannschaft zusammenzuhalten. Er muss hier die Tradition des Vereins verkörpern. Ein Kapitän sollte auch viel spielen. Ein Kapitän muss einmal Verantwortung tragen. Wie sieht er nun wirklich aus, der ideale Kapitän? Man muss nur auf den Platz gucken, dann sieht man ihn. Dennis Krupke, der Kapitän von Eintracht Braunschweig. Er überzeugt mit Leistung und er überzeugt vor allen Dingen mit klugem Auftreten, mit eloquentem Auftreten, mit Fannähe, mit Identifikationsfähigkeit, mit Leidenschaft. Das verkörpert er alles. Mit Anfang 20 spielte Krupke 2 Bundesliga-Saisons für den SC Freiburg, meist als Außenverteidiger, was ihn nicht daran hinderte, auch das eine oder andere Tor zu schießen. Ich bin sowas, was Position angeht, ja, relativ flexibel. Das in der Karriere habe ich, glaube ich, bis auf Innenverteidiger und Torwart schon alles gespielt. So das, was mir natürlich am liebsten ist, ist irgendwas im Offensivbereich, weil ich, glaube ich, meine Torgefahr ausstrahlen kann. Das klappt in Braunschweig richtig gut. Seit 2009 ist er dort Kapitän, hat mit 52 Toren entscheidend an den Aufstiegen von der dritten in die erste Liga mitgewirkt. Dennis Krupke, der unaufgeregte und damit auch ideale Kapitän? Ich glaube, das, was man so von früher kannte, dass er der Wortführer ist und solche Sachen, hat sich mit der Zeit leicht verändert. Ich glaube, er sollte schon vorausgehen, auch außerhalb des Platzes, sich natürlich auch für seine Mitspieler einsetzen, Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft sein, wenn irgendwas ist, dass da was angesprochen wird. Sonst muss man sagen, regelt sich relativ viel von alleine. Ich glaube, wir haben bei uns hier in Braunschweig ja nicht nur einen, der sich der Verantwortung stellt, sondern wir sind da schon mehrere Spieler. Und jeder hat bei uns das Recht, was sagen zu dürfen, wenn ihm was auffällt. Ich glaube, das ist bei uns ganz wichtig, dass ein gemeinsames Vorangehen ist. Ein Anführer, der in der Gemeinschaft aufgeht, der buchstäblich die Eintracht lebt, liebt und vorangeht. In Braunschweig der ideale Kapitän. Heutzutage ist ja ist es ja so, dass sich das Spiel auch ein bisschen verändert, dass eher so das Teamgefüge im Vordergrund steht und nicht einzelne Personen. Und das ist auch hier wichtig. Was bedeutet Ihnen die Binde persönlich? Ja, ist schon ein tolles Gefühl, natürlich, die Mannschaft auf den Platz zu führen. Aber es ist für mich so, wenn ich kein Kapitän wäre, würde ich mich nie anders verhalten. Also ich würde trotzdem versuchen, all meine Erfahrungen einzubringen und mich für alles einzusetzen.